Mal NDR Info mit einem Nachrichtenüberblick für den Norden. Hallo und herzlich willkommen. Ja, da war ordentlich Dampf im Kessel letzte Nacht in Berlin. Stundenlang saßen die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten mit dem Kanzler zusammen, um über das Thema Migration zu diskutieren. Die überlasteten Kommunen, so die Botschaft, die bräuchten dringend Unterstützung vom Bund. Weniger Geflüchtete, mehr Geld, das waren die Forderungen. Am Ende aber gab es viele Kompromisse. Ganz anderes Thema, wenn das Leben keinen Sinn mehr macht, weil eine Krankheit jeden Tag zur Qual werden lässt, dann wird bei einigen Patienten der Wunsch nach diesem Medikament hier immer größer. Das Schlafmittel Natriumpentobarbital könnte das Leiden für immer beenden. Doch weil es assistierte Sterbehilfe wäre, dürfen Ärzte das Medikament nicht verschreiben. Dagegen hatte unter anderem ein schwerkranker Mann aus Reppenstedt bei Lüneburg geklagt und hat heute vor dem Bundesverwaltungsgericht verloren. So, und auf die Straße gehen morgen auch die Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten und Apotheker in Mecklenburg-Vorpommern. Denn sie wollen darauf aufmerksam machen, dass es eben nicht selbstverständlich ist, im Heimatort ganz einfach zum Arzt zu gehen oder Medikamente zu holen. Die Arbeitsbedingungen für Mediziner seien gerade auf dem Land so schlecht, dass viele überlegen, abzuwandern. Und die, die in Rente gehen, die finden keinen Nachwuchs. Ja, wenn immer mehr Menschen unzufrieden sind mit der Arbeit der Politiker, wohin wird denn das mal führen? Wir haben uns im Norden umgehört und gefragt, was Sie eigentlich von der Demokratie in Deutschland halten. Und mehr als die Hälfte der Befragten gab schon an, dass man mit dem Engagement in seiner Gemeinde politisch etwas erreichen könne. Viele aber zeigten sich in dieser nicht repräsentativen Umfrage auch frustriert. So geht es auch Kommunalpolitikern in Schleswig-Holstein. So, und dann noch dies. In Hamburg hat man den roten Teppich ausgerollt, denn heute kommt royaler Besuch. Kronprinz Haakon von Norwegen macht auf seiner Deutschlandreise auch einen Abstecher nach Hamburg. Am Abend wird er im Rathaus vom ersten Bürgermeister Peter Tschentscher empfangen. Und einige Norweger bereiten sich schon seit Tagen darauf vor. Und mehr zum Besuch sehen Sie dann morgen natürlich bei uns. Und damit sind wir auch schon beim Wetter und der Blick auf die Aussichten, der zeigt, ja, es bleibt erstmal unbeständig. Die kommenden Tage werden wolkig und regnerisch bei 9 bis 11 Grad. Das war NDR Info für den Moment. Hier geht's jetzt weiter mit Gefragt, Gejagt. Dabei viel Spaß. Bis gleich. Wir melden uns um 17 Uhr zurück. Ja, soweit Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther. Und einer, der zuletzt wohl auch ziemlich viele schlaflose Nächte hatte, weil ihn das Thema Flüchtlinge so beschäftigt hat, ist Tino Schomann, der Landrat des Kreises Nordwestmecklenburg. Hallo nach Wismar. Hallo, Freude. Herr Schomann, Sie haben ja die Flüchtlingsunterkunft in Upal gegen großen Widerstand durchgesetzt, weil es nun mal nicht anders ging, sagen Sie. Was halten Sie denn von dem Kompromiss des Bundeskanzlers mit den Ministerpräsidenten? Ja, und damit zu einem ungewöhnlichen Unfall. Heute zwischen dem Festland und der Insel Sylt auf dem Hindenburgdamm ist ein Zug in eine Kuhherde gefahren. Die Strecke war für mehrere Stunden gesperrt.